Hey Leute, jetzt gibt's 5 Tests zu Spielen für die Nintendo Switch innerhalb von 5 Minuten. Also wollen wir mal keine Zeit verlieren, ich starte den Timer und beginne mit dem Game Viviette. Eine Survival-Horror-Erfahrung im klassischen Super Nintendo Pixel-Look. Kann das funktionieren? Nun, bedingt. Wer beim alten Resident Evil schon vor Angst in Schockstarre verfallen ist und nicht mehr weiterzocken konnte, sollte Viviette vielleicht echt mal eine Chance geben. Alle anderen werden bei den Jumpscares in Gänsefüßchen nur müde schmunzeln. Die Geschichte um eure Amok-Schwester und das alte Herrenhaus weiß zwar zu gefallen, ist aber alles nichts wirklich Neues und schon mal da gewesen. Gameplay-technisch vergleichbar mit Clock Tower oder Haunting Ground. Ihr werdet also permanent verfolgt und müsst währenddessen 0815 Rätsel lösen. Außerdem gibt's mehrere Enden, wobei euer logisches Denken wohl erstmal zum schlechten oder sogar sehr schlechten Ende führen wird. Nenn ich schlechtes Game Design. Soundeffekte sind Standard, die Musik dafür sehr sympathisch. In maximal 3 Stunden hat's der geübte Zocker komplett durch. Hollow! Als namenloser Frachtpilot mit heftigem Gedächtnisverlust strandet ihr im All auf einem riesigen Rohstoffabbauschiff, der Schecter One. Weil da jedoch keine Menschenseele mehr aufzufinden ist und stattdessen vollbusige Monstrositäten ihr Unwesen treiben, schnappt ihr euch ein paar Waffen und kämpft auf der Suche nach Antworten ums nackte Überleben. Wow, was hat die Außenwelt dieses Spiel zerrissen? Der Knickbruch kam meist durch zahlreiche Bugs, wie plötzlich nicht mehr verwendbare Objekte, Hängenbleiben in der Levelarchitektur, andauernde Dunkelheit, nervige Kämpfe sowie die lahme Laufgeschwindigkeit des Spielcharakters. Nun denn, ich sehe das nicht ganz so wild. Mit den meisten Punkten kam ich locker zurecht. Zu dunkel war es mir eigentlich nur manchmal im Handheld-Modus. Am TV wirkt's doch echt stimmig, sodass die Taschenlampe bei mir kaum Verwendung fand. Und dass die Laufgeschwindigkeit langsam ist, ist zwar korrekt, doch zu langsam, Geschmackssache. Wer sich mit den vielen Bugs und teils lächerlich ausgewählten Soundeffekten arrangieren kann, der erhält für ein paar Euro ein atmosphärisches Horrorgame mit grafisch meist beeindruckenden, detailverliebten Kulissen und einer Spielzeit von ca. 4-5 Stunden. Pathobox ist das perfekte Spiel für diejenigen, die mal was komplett Verrücktes suchen. Ihr übernimmt die Kontrolle eines Profiboxers mit Entenkopf, der im Hauptquartier seines Sponsors die Fäuste fliegen lässt, weil er von einigen ähnlich abgedrehten Mitgliedern verraten wurde. Dabei präsentiert sich das Spiel wie eine Graphic Novel in Schwarz-Weiß und ist vom Gameplay her ein krasser Genre-Mix. Denn während ihr das Gebäude aus einer Third-Person-Ansicht in 3D frei erkunden dürft, zwischendurch Rätsel löst oder sogar Kreissägen auf Fließbandlabyrinthen ausweichen müsst, switcht das Gameplay bei den Bosskämpfen am Levelende zu dem von Punch-Out um, wovon ich noch nie wirklich ein Fan war. Falls das bei dir anders aussieht, schau dir auf jeden Fall Pathobox näher an. Der treibende Retro-Synthi-Soundtrack ist der Hammer! Der nächste Titel erinnert optisch an Hollow, heißt aber Phantarook. Das hat nichts mit der Limo zu tun. Stellt euch lieber ein futuristisches Outlast vor. Ihr müsst also permanent an brutalen Gegnern vorbeischleichen oder weglaufen, weil ihr euch rein gar nicht wehren könnt. Dazu kommt noch ein gewisser Zeitdruck, denn ihr seid mit einem scheinbar tödlichen Virus infiziert und der Infektionslevel steigt kontinuierlich, wie ihr auf eurem praktischen Fitnessarmband ablesen könnt. Abhilfe schaffen hier überall im Spiel versteckte Spritzen, die den Counter wieder bei Null beginnen lassen und euch somit mehr Zeit verschaffen. Stressig! Doch Zeit braucht ihr eh nicht so viel, denn Phantarook ist insgesamt recht kurz. Nämlich nur etwa 15 Mal so lang wie die Laufzeit dieser Folge. Die Schleicheinlagen habe ich anderswo schon viel besser gesehen, aber das Leveldesign ist okay. Dafür sind die Texturen teils N64-Matsch und die Framerate wirkt irgendwie rucklig-zucklig, schwacher Port für die Switch. Einzig der Sprecher ist wirklich in Ordnung. Ich selbst habe dafür etwa 1-2 Euro im Sale bezahlt, dafür geht's schon klar. Und Spiel Nummer 5, Kona. Im Jahr 1970 seid ihr als Privatdetektiv Karl im verschneiten Norden Kanadas unterwegs, um einen Vandalismusfall zu untersuchen. Nachdem ihr jedoch euren Auftraggeber tot auf dem Fußboden vorfindet, müsst ihr nicht nur einen Mordfall aufklären, sondern auch selbst um euer Leben in den Wäldern ringsherum kämpfen. Denn neben der eisigen Kälte lauert zudem irgendwo eine sagenumwobene Bestie auf euch. Kona ist ein Survival-Horror-Krimi-Mix aus der Ego-Perspektive. Als Detektiv liegt es komplett an euch, wie ihr denn nun vorgeht und dürft euch völlig frei in der recht weitläufigen Umgebung bewegen. Dabei solltet ihr stets darauf achten, dass ihr ab und zu mal ein Feuerchen macht, um nicht auf euren Exkursionen durch die Wildnis zu erfrieren.
Als Raucher braucht Protagonist Karl übrigens auch ab und zu mal eine Zigarette, denn ansonsten leidet seine Concentration, ihr macht öfters mal Fehler und könnt beispielsweise nicht mehr so lange sprinten. Sehr coole Idee, finde ich. Technisch ist Kona wirklich gelungen. Detaillierte Räumlichkeiten, scharfe Texturen, gut animierte Charaktere. Sogar der Soundtrack ist richtig klasse und untermalt gekonnt die spannenden wie idyllischen Szenarios. Schade nur, dass das Ende so abrupt kommt, denn ganz so weitläufig und nonlinear, wie das Spiel zu Beginn wirkt, ist es nach einer Spielzeit von 4-6 Stunden dann doch nicht mehr. So, das war's. Die Zeit ist um. Ich hoffe, euch hat die erste Folge meiner 5 in 5 Reihe gefallen und der Bäcker konnte euch ein bisschen bei der Spielauswahl weiterhelfen. Wenn ihr weitere Tipps für mich habt oder euch ein Review zu dem ein oder anderen Titel wünscht, schreibt mir es einfach unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Min.